Schön, dass Sie heute dabei sind. Manni Breukmann und Frank Buschmann heißen Sie herzlich willkommen zu diesem Spiel an Halloween. Und in der heutigen Partie heißt es Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich habe schon mal mitten zwischen Fans gesessen, die mir Prügel angedroht haben. Das ist ja hier komplett anders. Ja, das ist ein Logenplatz hier, aber das macht richtig Spaß, das macht Appetit auf das Spiel. Die Imtech Arena ist nicht nur Heimstatt des Erstligisten Hamburger SV, sondern sie ist sicherlich auch das Bundesliga-Stadion, das am häufigsten den Namen gewechselt hat. Ja, zwischendurch kommt man da nicht mehr ganz mit und gerade die Traditionalisten beim HSV sprechen meist einfach nur noch von der HSV-Arena. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Oskar Wendt. Arango. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Der Torwart ganze Arbeit geleistet, obwohl der Schuss sehr hart war. Wieder Ecke. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Arango. Souverän geklärt. Da war die Hand im Spiel, abgepfiffen. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Raphael. Ja, da kommt was auf uns zu. Pass. Ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. Van der Vaart. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Wieder gestoppt. Ja, der Junge ist schlau. Er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Zweikampf um den Ballbesitz. Die Chance! Ja, und den hält er auch noch fest. Und Heiko Westermann. Ja, tolle Chance. Gut
dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Van der Vaart. Van der Vaart. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und Heiko Westermann. Aslan, das ist das Tor! Ein spätes Tor im ersten Durchgang für die Hanseaten. Da haben die anderen gepennt. Ja, und das darfst du dir gegen den HSV natürlich überhaupt nicht erlauben. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt, ein Superkopfball. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Raphael. Kruse. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Marcel Janssen. Eine knappe Pausenführung. 1:0 nach 45 Minuten. Ja, das ist ja so eine Sache mit den späten Toren vor der Halbzeitpause. Aber wichtig ist es allemal gewesen. Ja, vor allem psychologisch. Das gibt natürlich eine ganz, ganz... Die Pause ist vorbei. Es ist alles in Ordnung. Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Aslan. Der Pass kommt an. Jetzt zieht er ab. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Möglicherweise was. Aslan. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Achtung, Test! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Hand, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Jetzt ist das Spiel unterbrochen, der Schiedsrichter sagt Handspiel. Muss er denn da die Hand nehmen? Ich glaub's nicht. Toller Pass! Der Assistent entscheidet abseits. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Oskar Wendt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelost. Kruse. Sagen, der Trainer hat bislang alles richtig gemacht. Wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt.
Martin, er will den Ball. Das ist jetzt die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für irgendeinen hier zu sprechen, nee, das geht nicht. Van der Vaart. Aber er steht halt immer richtig. Ein ohrenbetäubender Lärm. Hoffentlich hört man uns noch. Die Stimmung ist grandios. Die Fans sind wild entschlossen, die Kugel notfalls ins gegnerische Tor zu peitschen. Man kann in diese Stimmung jetzt eintauchen. Und diese Unterstützung, das kann der entscheidende Faktor sein. Der Ball ist frei. Jeder kann ihn haben. Eine Sahneschnitte vom Pass. Aber herrlich anzuschauen. Wunderbar, wie die Kugel läuft. Kruse. Ja, da kommt was auf uns zu. Der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Eine unpräzise Flanke, das stellt die Verteidigung vor keine Probleme. Und damit können sich die Akteure des Hamburger Sportvereins als Sieger präsentieren.